Herzlich willkommen zu deinem Drachenorakel. Ja, ich möchte dich sehr gerne einladen, für einen kurzen Moment in die Stille zu kommen und diese heilenden Energien der Drachen zu spüren, ihre Liebe zu spüren und zu spüren, wie das ist, in diesem Heilungsfeld der Drachen zu stehen, was ein unglaublich schönes Heilungsfeld ist. Da ist so viel Liebe spürbar. So viel Würde. Und einfach eine liebevolle Annahme deines Wesens. Und es ist ein Auswahlorakel. Du kannst hier gerne den linken oder den rechten Stapel auswählen. Oder du kannst einfach auch beide Orakel schauen, wie es dir entspricht. So viel Güte und Wärme ist da und einfach ein freudiges, liebevolles Empfangen deiner Person hier im Raum der Drachen. Die Stille liegt auf der Unterseite des Kartendecks, verbunden mit diesem rosa-orangenen Drachen, wo es doch eindeutig um die Liebe geht. Heilung, Ganzwerdung in der Liebe. Spüre diese Harmonie, die hier ist, mit dir ist, von diesem Raum hier zu dir schwingt. Und schau, auf der Unterseite haben wir hier auch noch die zwei der Geister, das sind die zwei der Kelche. Das beschreibt schon die Liebe, die Zuneigung, die Zugewandtheit hier. Von mir zu dir und dass wir behütet sind, dass du behütet bist, dass auch ich behütet bin. Ja, öffne dein Herz. Öffne dich für die Liebe. Und was auch immer du in deinem Leben tust, möglicherweise geht es auch darum, die Stille anzunehmen. Die Ruhezeit anzunehmen und zu genießen, das Ausruhen, und dass du erkennen darfst, dass während dieser Zeit auch extrem viel geschieht und dass nichts umsonst ist. Jedes Sandkorn
hat seinen Platz hier auf der Erde. Und es wird ihm geschaut, genauso wie dir geschaut wird. Und es ist auch eine Einladung über die Stille an die Geduld. Eine Geduld, die langsam ist, ja, aber auch so tief heilend, öffnend und vertrauensvoll zugleich ist. Warum? Denn diese Langsamkeit der Geduld bringt im Verzögern auch ganz viele unberührte Anteile von dir in den Vordergrund. Und wann immer du das Gefühl hast, es geht langsam, dann erlaube es dir, in die Achtsamkeit zu kommen, in die Liebe zu den kleinen Dingen. Die Liebe zu den Sandkörnern, in die Liebe zu dir selbst und genieße das im Bewusstsein um deinen eigenen Wachstumsprozess. Und das gute Ding Weile braucht. Ja, sehr schön. Dass auch gute Verbindungen, ja, zu anderen Menschen auch, liebevolle Verbindungen, partnerschaftliche Verbindungen, dass das Zeit braucht, um Freundschaften, Partnerschaften aufzubauen. Deswegen haben wir Zeit, in diesem Beitrag haben wir gar keine Eile. Wir können für einen Moment verharren und einfach den Dingen bewusst lauschen, zuhören, im Nichtstun. Und dennoch findet zeitgleich Entwicklung statt. Liebevolle Selbstentwicklung. Und so schauen wir auf diesen ersten Stapel. Worum geht's denn da? Schau, so schön, es geht um Gefährten. Wahre Gefährten. Ja, das verwundert mich wenig, denn wir haben hier die zwei der Kelche. Es geht um Seelengefährten, Freundschaften, vielleicht auch Partnerschaften, aber vor allem in erster Linie um dieses liebevolle Verbundensein mit dir, zu anderen, auch zu den Tieren, auch zu den Pflanzen, aber auch das Knüpfen von neuen Kontakten. Und dass da so viel kindlich Liebevolles mit dabei ist, dass du dran bist, beziehungsweise deine Seele mit dir dran ist,
neue Kontakte zu knüpfen. Wie schön. Wie toll. Freue dich. Es ist eine positive Energie. Überhaupt ist viel, viel Energie, positive Vorfreude, ganz viel Liebevolles kann ich hier spüren, was für dich da ist und worauf du dich freuen darfst. Ja, vielleicht hattest du auch das Gefühl, du wärst ein wenig einsam, ja, nicht so ausgefüllt mit dir und deinem Sein. Freue dich über neue Bekanntschaften, über Neues, über neue Menschen, über neue Verbindungen und dass du dazugehörst. Ja, dieses liebevolle Zugehörigkeitsgefühl möchte sich ausdehnen und du darfst Einheit erfahren und Integration. Dass man dich liebevoll aufnimmt, aber auch annimmt in deiner Person. Ja, das ist schön. Ja, so wie diese zwei Geister hier. Die mögen sich auch. Sehr schön. Ja. Haben wir den Pagen der Geister. Das ist der Page der Kelche. Und hier geht es wirklich um Freundlichkeiten, Nettigkeiten, die du austauschen darfst. Ja, mit unterschiedlichsten Menschen. Aber auch mit der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt. Und dass es dir gut tut, liebevoll, freundlich, zugewandt auf andere zuzugehen. Und dass du dich in anderen erkennen darfst, erkennen kannst. Dass du spüren darfst, dass du dazugehörst. Und das ist schön. Hier bekommen wir den Magier. Und der sagt auch, es ist an der Zeit, dass du vorwärts gehst. Ja? Dass du die Initiative ergreifst. Dass du sein darfst und dass du dich unter wahren Gefährten in keinster Weise irgendwie anpassen oder gar verstellen musst, sondern einfach du selbst sein darfst. Dass auch neue Überraschungen auf dich warten, wenn du dich öffnest. Also öffne dich, denn im Moment bist du hier noch im Schlummerschlaf. Doch dein Herz hat Sehnsucht, es ist auch neugierig, es will mehr. Und ich kann sehen, dass du sehr unterstützt wirst und auch so ganz liebevoll angestupst wirst, vorwärts zu gehen.
Es findet eine so tiefe Heilung statt. Bei dir im Bereich der Freundschaften. Und du darfst es genießen, du darfst dich über diese Veränderungen freuen. Und auch dich darüber freuen, dass es Menschen gibt, die dich wirklich mögen. Die auch vielleicht zu dir hochschauen. Ja, die dich respektieren. Wirklich eine große, große Wertschätzung kann ich hier fühlen für dich. Und auch Dankbarkeit. Und das wiederum sehe ich, wirkt sehr tief heilend auf dein Selbstvertrauen. Und tut dir einfach gut. Doch es ist viel, viel Heilung im Moment noch da für dich. Und es kann sein, dass du dich vielleicht ein wenig müde fühlst. Weil ein Update geschieht. Was Freundschaften anbelangt, was wahre Gefährten anbelangt. Und das ist eine so tiefe Transformation, die braucht Zeit. Gib dir diese Zeit. Und ich kann sehen, dass du über diesen Transformationspfad auch in völlig neue Bereiche kommen wirst. Über diese neuen Freundschaften, die du knüpfen wirst, diese neuen Bekanntschaften. In Bereiche, die dir zuvor nicht zugänglich waren. Und ich kann sehen, dass das ein Teil deines Lebensplanes ist. Und das ist ein großes Geschenk. Da kommt ganz viel Farbigkeit auf dich zu, Buntheit, Fröhlichkeit, Verspieltheit. Ja? Und wann immer du das Gefühl hattest, oh, ich bin hier in einer grauen Zone, in einer toten Zone, dann freue dich, denn es erwartet dich Buntheit und Verspieltheit, Fröhlichkeit. Sehr schön. Ich lege den mal ein bisschen zur Seite. Wow, Frieden.
tiefer Frieden möchte zu dir kommen. Eine unendliche Ruhe. Absolute Losgelöstheit. Ich merke es schon beim Deuten, ich werde ganz so schlummerig. Die heilenden Energien der Drachen, die fahren sehr runter. Frieden. Einfach Frieden. Totale Ruhe und Entspannung. Absolute Angstlösung und Befreiung. Und eine ganz sanft kühlende Energie setzt ein. Du darfst einfach alles loslassen und in diese totale Entspannung, tiefen Entspannung hereingehen. Es ist alles gut. Losgelöst von jeglicher Angst. In tiefem Vertrauen und Frieden. Es ist alles gut. Entspanne weiter. Lass los. Und versinke in diesen Frieden. In die totale Entspannung. Du bist Frieden. Du bist Ruhe. Du bist Vertrauen. Shanti. Shanti, Shanti. All das, was dich aufgewühlt hatte in den vergangenen Tagen, darf nun zur Ruhe kommen. Beruhige deine Gedanken. Der innere Unfrieden darf vollständig losgelassen werden.
Kämpfe nicht gegen dich selbst. Erkunde neue Möglichkeiten und öffne dich für einen Neuanfang in Frieden. Zwinge dich zu nichts, wonach du dich nicht fühlst. Liebe dich selbst. Anerkenne dein innerstes Wesen. Deine innersten Bedürfnisse. Und spüre, dass du Frieden bekommen darfst für die Unruhen, die du erlebt hattest, für die Unruhen, die du dir selber angetan hattest. Für die Unruhen, die dein Ego oder dein Verstand dir angetan hatten. Empfange tiefen Frieden und innere Losgelöstheit. Verspanne dich nicht, nur weil du meinst, dass dein Mind, deine Gedanken, dein Verstand es vermeintlich besser wissen. Sondern komm an in diesem Feld der ewigen Ruhe und Gelassenheit, der Entspannung und Losgelöstheit. Es ist alles gut. Du darfst loslassen. Du darfst entspannen. Es gibt nichts zu tun. Genieße dein Sein. Verbiege dich nicht. Liebe dich selbst. In diesem Sinne, alles Liebe und auf bald.